Johannes Kapitel 3. Da war ein Mann, ein Pharisäer, einer, der am jüdischen Hohenrat war, der heißt Nikodemus. Der kam der Nacht nach Jesus und sagt: Lehrer, wie weit denn, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist? Weil der Tätens, was du tust, kann keiner dönen, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus sagte ihm: Ich sei dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Reich nicht seinen. Nikodemus sagte ihm: Wie kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch einmal ein Mutterlief nennen und wahr geboren werden? Jesus sagt: Ich sei die der Wahrheit. Wer nicht durch Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Gottesreich kommen. Wort vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, und wort vom Geist geboren wird, ist Geist. Lass dich das nicht wundern, dass ich die sei, jemanden nie geboren worden. Der Wind bloß da, wo er will, und du kannst am hören, aber du kannst nicht sehen, wo der Herr kommt, und weißt du nicht, wo er bleibt. So ist es mit einem jeden, der vom Geist geboren ist. Nikodemus fragte ihn: Wie kann so was passieren? Jesus sagte ihm: Du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Ich sei jünte Wahrheit. Wir weiten von was wir reden und zählen davon, wie wir je seinen haben. Aber was wir jünt seien, wird keiner glauben. Wenn ihr das nicht glauben, wenn ich jünt von Sachen auf der Erde vertal, wo wollt ihr dann glauben, wenn ich jünt von himmlischen Sachen vertal? Noch ist keiner nur im Himmel gefahren, bitte dei, der vom Himmel raufkäme, und dort erst die Menschen sehen. Und so aus Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhang, so mag die Menschen sehen auch hoch abgehoben worden, dass all die an Arm leben, dort euer Leben haben. Gott ist der Welt so viel wert, dort er seinen einzigen Sehen jäuf, dort all die an Arm leben, nicht verloren gehen, aber dort euer Leben haben. Weil Gott schickt seinen Sehen nicht an diese Welt an die Terechten, aber dort die Welt durch Arm kann gerat worden. Wer an Arm gleift, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht gleift, ist all gerecht, will sein nicht an den Nomen von Gott seinen einzigen Sehen gleift. In dort rechte Urteil ist dit. Dort Licht scheint an die Welt nennen, aber die Menschen haben das düstere Leibe aus dat Licht, will's erworten, bieren vom Düsteren. Will's wer sich an beise Worten eift, kann dort Licht nicht vertrauen, und schämt auch nicht nur um Licht, dort seine Worten nicht sollen fern Dach kommen. Aber wer die Wahrheit tät, kämpft nur im Licht, dort hat klar zu seinen es, dass seine Wörtchen an Gott gedonen sind. Aus der Eva wir, kämen Jesus und seine Jünger in das jüdische Land nennen. Dort brachte er mit an Tito und deibt auch. Johannes deibt auch noch bei Anon, dicht bei Salim, willst du viel Wotter wir, in den Menschen kämen und leiten sich deipen. Johannes wird dann noch nicht in das Gefängnis gestoppt. Johannes und Jünger streiten sich einmal mit den Juden über ihre Reinigungsverschriften. Und sie kämen nach Johannes und sagen zu ihm: Lehrer, der die Onion sieht vom Jordan bei dir wir, von dem du zählen deutst, tschet einmal, die deibt du, in alle Gunnen nur am. Johannes sagt an: Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn ihm dort nicht vom Himmel gejäft wird. Je selbst bezeihen mi, dat ich seht, dat ich nicht der Christus sie, aber dat ich verarm gescheigt sie. Wer de Brüt haft, ist der Brigum. Ob er dem Brigum sein Freund steht und horcht, wo der Brigum sagt, und freut sich dem Brigum seine Stimme zu hören. Da wegen ist diese Freude nu voll in ganz meine. Hei mat teunehmen und ich mat aufnehmen. Deide von boven kämt, ist Eva alles. Wer von der Erde kommt, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über alles. Und er redet von dort, was er hier in Jesainen haft, aber keiner nimmt sein Zeichnis an. Wer das annimmt, beweist damit, dass Gott wahrhaftig ist. Der, den Gott geschickt haft, redet Gott seine Wirt, weil Gott dort seinen Geist nicht hörmeten. Der Vater ist ihnen sehen gut und haft am alles in der Hände gegeben. Wer an den Seen läuft, haftet euer Leben. Und wer im Seen nicht gehorcht, wird das Leben nicht seinen, aber blifft euer Gott seinen Ohr.